So, da sind wir wieder. King Julien TV. Let's Play Until Dawn Part 4. Meine Geschichte, denn der Jazz verschwindet. Viel Spaß. Es war nur ein Spaß, Hal. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du? Ja, ich kann nicht. Über deine Flittchenschuhe. Hört auf! Ich weiß auch nicht, wer das ist. Sieh dir doch mal die Gäste an, von der ich dir erzählt habe. Ja, ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, nein, Chris, komm, ich bin immer ernst. Oh, ich bin tot. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Ernsthaft. Okay. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Wartet mal bitte. Warst du das? Ich habe gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Klarstellen. Wer bist du? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still. Frag, wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Hannah oder Beth? Wer ist weggelaufen? Hannah, ja. Und nach Hannah. Okay, Hannah. Wer spricht da mit uns? Hannah? Bist du das? Oh Gott. Jetzt haben wir's. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine, dann finden wir raus, was passiert ist. Josh? Ich komm schon klar. Okay. Mal überlegen. Hannah, wenn du mich hören kannst, also wirklich hören kannst, wir alle möchten uns entschuldigen für diese Dummheit. Es war dämlich und gemein und es tut uns leid. Es tut uns so leid, Hannah. B. E. T. R. Oh. Das gefällt mir nicht. Betrogen. Sie das? Es geht noch weiter. Oh Gott. K, I, L, L, E, D. Nein. Ermordet? Wir haben sie nicht ermordet. Das war bloß ein Streich. Ash, beruhige dich, okay? Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid. Es Warte, tut mir so leid. Was meinen Sie damit? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Frag sie, Ash. Okay. Vortasten. Wer ist dein Mörder? Klarstellen. Wie bist du gestorben?
Gehen wir mal auf Vortasten. Okay. Wer war das? Hannah, wer hat dich umgebracht? L-I-B? Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. L-O-O? Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Oh. Heilige Scheiße. Chris! Wisst ihr was? Das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hört zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt. So ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen. Hey, komm runter. Es ist nicht echt. Ich kann das schon nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben. Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann. Ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Okay, dann würde ich sagen, ab zur Bibliothek. Ist auch in der Pose. Yes. Ah, okay, wieder zurück bei Mike. Verdammter Scheiß! Jess, wo bist du hin? Das ist nicht witzig. Jess! Süße, bist du da drin? Ah! Wow! Oh, shit! Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Oh. Mein Gott. Jessica! Oh. Ich mach dich nicht kalt. Wow. Oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Schnupfe, ey! Das musst du sehen! Ich will mir das nicht! Nein! Nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess! Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen! Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig! Oh, hab ich dich erschreckt! Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Witzig. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich vor mehr anstrengen. Du willst also mehr? Dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. Okay, und das war jetzt bestimmt aus der Sicht des Killers oder so. Vermute ich jetzt einfach mal, weil das so rot war. Wow, das ist ja ein echtes Winter. Allerdings muss ich ja sagen, ich habe ja dieses Glücksdingens gefunden, ne? Es kann ja sein, dass sie vielleicht überlebt. Sie? Alles abgucken hier, vielleicht sind ja irgendwo Hinweise oder so. Was? Hörst du das? Nein. Okay, okay. Hallo? Da kommt was. Da kommt jemand was. Da? Ne, ich mach nichts. Nein, 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 ich lass es sein. Ah! Boah.
Ey, was ein Scheiß. Ich will gar nicht mehr zu dieser komischen Hütte hingehen. Okay, hier ist was. Hier ist eine Hütte. Gehen wir mal hier rein. Da hinten, das ist ein Hinweis. Eine Gasmaske. Zeigen. Ich glaube, der ist nicht so ein Arsch, deswegen. Er tut zwar einen auf so einen Arschloch und so. Aber ich denke mal nicht, dass das so ist. Voll schräg, oder? Sieht gruselig aus. Stehst doch drauf. Knutschen? Oh, Mike, hör auf! Okay, dein Pech. Das ist cool. Auf der anderen Seite gucken, hier sehe ich nichts. Schade. Rein theoretisch wieder mit dir gehen, oder? Und wollen wir mal gucken, was so als nächstes auf uns zukommt. Boah! Die scheiß Reh, ne? Ey, echt jetzt. Richtig heavy. Hast du das gehört? Ja, so ein Bärenkrall. Echt furchtbar. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Hey Mann. Beruhigen wir die. Ich mag töten nicht. Ist okay. Also Tiere töten. Es ist okay. Ist okay. Mike, er hat so große Schmerzen. Es ist bald vorbei. Okay, Kumpel. Es ist bald vorbei. Boah, heftig. Ich hab auch nicht gesehen, was es war. Abkürzung, das gehen, komm. Schnell. Komm, 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 komm. Komm, beeil dich da. Nein! Jessica, helfen. Komm schon, wir müssen war doch weiter. Richtig jetzt, oder? Eine schnelle Entscheidung. Hol die Treppe! Du musst sie öffnen! Oh und Rainer, und zu. Was? Gerade noch so Glück gehabt, ey. Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Schwachsinn. Nein, 100%, 100%, 110. Oh. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Wir sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche es. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht.
Okay. Ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Ach, typisch. Boah, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Hey, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung bitte. Ja, my lady. Naja, hätte ich gemacht. Angesprochen. So, weiter geht's. Da ist ein Hinweis. Eine Lampe. Hab ich doch. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. So. Zack. Machen wir den nächsten. Zack. Okay. Brennstoff ist da. Fehlt nur ein Streichholz. Oh, Scheiße. Kack. Mike. Hast du dein Handy da liegen, ne? Scheiße. Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg. Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße, nein. Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. So. Lucky, Lucky. Jetzt gibt's Feuer für mein Schnucki. Lucky, Lucky. Jetzt gibt's Feuer für mein Schnucki. Korrekt. Mike 1, Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wäre es entspannter. Wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so weit. Mache ich irgendwas falsch? Nein. Ich meine, ich dachte, du bist so, aber du bist irgendwie anders. Ergibt das einen Sinn? Du kannst nichts dafür. Jess, ich mag dich wirklich. Was du auch von mir denkst. Tja, gib mir eine Chance. Und ich werde dir zeigen, was du brauchst. Also, dein Selbstvertrauen gefällt mir. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jess, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. 100 pro passiert da was. Nein, ich gehe zu dem. Muss auch ein bisschen gespannt werden. So. Voila. Die Läden sind dicht. So. Wo waren die? Da ist ein Gewehr. Tut mir leid. Sorry. Da hängt ein Gewehr, habe ich gerade erst gesehen. Durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und was?
Spaß durchzuziehen. Also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Jess. Machen wir mal so. Das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast dein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, das ist fake, aber das ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja, und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Der Shield. Okay. Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Ja, ja, dann sieh mal nach. Scheiß auf dich. Aber erstmal gehe ich zu dem Gewehr. Nein, kann ich leider nicht. Okay, jetzt wird's eklig. Ein bisschen habe ich langsam Schiss. Dein Telefon! Was? Hat sich selbstständig gemacht. Ich suche mein Telefon! Keine Ahnung, es kam halt das Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. So, das war's dann auch schon wieder. Wenn ihr mehr sehen wollt vom Part 5 und so weiter, ihr wisst, was zu tun ist. Macht's einfach. Ich freue mich auf eure Kommentare. Euer King Julian. Bis dann.